Das Summit verwandelt Siegen in einen internationalen IT- und Sensortechnologie-Hightech-Standort. Das ist das Motto für die heutige Veranstaltung. Vier Unternehmen, die historisch fest im Siegerland verwurzelt sind, haben sich für das Summit zusammengetan. Innovation in der Arbeitswelt ist für uns ein zentrales Thema. Wir werden hier neue Maßstäbe setzen, neue Maßstäbe auch für den Arbeitsplatz der Zukunft. Ja, die Gelegenheit war gut hier auf dem Gelände und wir haben uns dann entschieden, das hier zu machen. Das Gebäude, was wir jetzt hier errichten, ist circa 80% so groß wie unsere Konzernzentrale in Essen. Das ist schon ein echtes Bekenntnis zum Standort Siegen, zu der zukünftigen Entwicklung hier in Siegen. Hier finden die großen Themen der Zukunft statt. Big Data, das ganze Thema Industrie 4.0, das ganze Thema Virtual Reality. Wir werden eine virtuelle Welt in Zukunft haben, in der wir uns auch ein Stück weit bewegen müssen. Das ist das Megathema der nächsten 10, 20 Jahre. Da kann man sich darauf verlassen. Wer weiß, dass das iPhone erst seit 10 Jahren auf dem Markt ist und wie das unser Leben verändert hat, der kann sich in etwa vorstellen, was das, was wir jetzt vor uns haben, die Industrie verändern wird. Als ich zu Beginn meines Studiums erstmals nach Siegen kam, war das Erste, was ich von der Stadt Siegen sah, der Blitz der Radarfalle hier vorne an der Leinbachstraße. Heute, circa 25 Jahre später, schließt sich an gleicher Stelle der Kreis. Und ich muss sagen, dass wirklich alles super geworden ist. Diese Facetten zusammen, die werden den Standort Siegen blühen lassen in der Zukunft, weil genau das hat gefehlt, ein Hightech-Zentrum, was sich mit Software, Sensorik und 3D beschäftigt. Ja, Gott sei Dank haben wir eine so entspannte Belegschaft, die das eben jetzt alles mal so mitmacht, weil sie auch ganz fest im Blick genau das hier hat. Da freut sich das ganze Team sehr, sehr drauf. Ein solches Haus, wie es jetzt gerade konzipiert wird, ist auch ein Attraktor im Kampf um neue Mitarbeiter. Und da kann ich Sie nur wirklich herzlich beglückwünschen, dass Sie einen solch attraktiven Standort und ein solch attraktives Gebäude bekommen werden. Wir sind stolz darauf, dass wir hier auch investieren können und Bestandteil der Region werden können.